Moin moin und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Teil 2. Ja, wir hatten ja schon mal letztes Mal erfahren, dass wir Sohn eines Assassinen oder so sind, oder zumindest unser alter Mann ziemlich komisches Griffel zur Hand hatte, waren zu seinem Kumpel gewandert, wo auch eine Person, die so aussah wie ein Assassine, entlang stromerte. Und ja, gucken wir mal, was wir jetzt noch Lustiges herausfinden können beim dritten Teil unseres Let's Plays. Dann schalte ich mal wieder zum Content und gehen wir mal weiter in den Story-Modus. Noch ein Söldner? Hm? Der Kerl kommt mir bekannt vor. Er ist hier! Dass wir direkt neben den Jungs spawnen, ist natürlich auch praktisch. Wir hatten ja, glaube ich, auch gesagt, dass wir uns noch mal zumindest die Dokumente hier noch mal anschauen wollten. Die Kodexseiten hatten wir ja gesehen. Da müssen wir erstmal Leonardo da Vinci drauf schauen lassen. Vielleicht noch mal ein paar interessante Briefe. Giovanni Auditore, also unser Al Vater. magnifico Lorenzo de' Medici, mio protettore e amico. Ich tat wie verlangt und habe meine Untersuchung des Vorfalls in Mailand beendet. Ich kann bestätigen, dass es um weit mehr als nur Unzufriedenheit mit der Herrschaft von Duca Galeazzo Sforza geht. Ich glaube, dass andere Parteien, die nach weit größeren Gewinnen streben, die Dinge derart manipuliert haben, dass sie ihre Ziele erreichen, ohne sich selbst preiszugeben. Lampugnani, Olgiati und Visconti haben sich dieses Verbrechens schuldig gemacht, keine Frage. Und sie haben die passenden Partner für ihren Verrat gefunden. Aber viele andere adlige Familien sind unter Verdacht. Unter anderem auch unser Francesco de Pazzi. Ihr Ziel und ihr Motiv sind mir noch nicht klar. Aber erste Funde deuten einen Plan an, dessen Ausmaß euch sicher beunruhigen wird. Am besten führen wir dieses Gespräch unter vier Augen weiter, da ich zögere, meinen Verdacht aufzuschreiben. Antwortet mit einem Ort und einer Zeit. Ich werde euch dort treffen. Außerdem habe ich den Gonfaloniere befohlen, Francesco so lange festzuhalten, bis wir die Sache geklärt haben. Vertrauliche Grüße, euer Giovanni. Dann geht's weiter mit dem zweiten Brief. Okay, der war versiegelt. Den dritten Brief. Auch dieser war versiegelt. Der vierte, auch wieder versiegelt. Dann hatten wir noch von Raphael ein. Der scheint nicht vertont zu sein. Meine Liebste, wie kann ich ohne dich leben? Ich kann nicht arbeiten, träume nur von deinem Gesicht. Es macht mich krank, dass dein Vater dich hinter kalten Wänden einsperrt. Du bist eine aufblühende junge Frau. Du solltest stattdessen meine zarten Küsse spüren, wie ein sanfter Windhauch, der deine Blütenblätter streichelt. Doch endlich ist es Freitag und er geht auf den Markt. Welch freudiger Tag und welch noch freudigere Nacht. Komm, wenn die Sterne am Himmel funkeln, komm zu mir, spring in meine Arme. Ich werde bei Sonnenuntergang an unserem besonderen Ort warten. Dein liebender Raphael. Und er hatte ja noch eine zweite geschrieben. Mein Liebste, wie kann ich ohne dich leben? Ich kann nicht arbeiten, träume nur von deinem Gesicht. Es macht mich krank, dass dein Mann dich hinter kalten Wänden einsperrt. Du bist eine blühende, reife Frau. Du solltest stattdessen meine zarten Küsse spüren,
wie ein sanfter Windhauch, der deine Blütenblätter streichelt. Doch endlich ist es Freitag und er fährt auf See. Welch freudiger Tag und welch freudige Nacht. Komm, wenn die Sterne im Himmel funkeln. Komm zu mir, spring in meine Arme. Ich werde um Mitternacht an unserem besonderen Ort warten. Dein liebender Raphael. Der scheint wohl irgendwie Serienbriefvorlagen zu verschicken. So, back in der Handlung. Stimmt, wir wollten erst nochmal auf der Karte gucken, wo es was zu tun gibt. Hier hätten wir einen zentralen Auftrag. Ansonsten gibt es, glaube ich, relativ wenig, was es zu tun gibt. Man könnte vielleicht nochmal unterwegs beim Schneider und beim Handwerker vorbeischneien und schauen, ob man da vielleicht günstig etwas erwerben kann. Gegebenenfalls auch beim Dottore, um nochmal ein wenig Medikamente nachzurüsten. Ansonsten haben wir aktuell hier, glaube ich, alles Wichtige entdeckt. Nein, bleibt bitte unten, danke. Schuft, wollt ihr so die Damen beeindrucken? Das könnte wieder tun. Ich bin mir sicher. Was glaubst du, wo du hinrennst? Aua. Wir haben nichts, was man reparieren könnte. Für 2300 könnten wir Schulterteile aus Leder kaufen, was uns ein bisschen Gesundheit und Widerstand bringt. Okay, da kamen wir schon gleich komplett raus. Waffen gibt es gerade nicht. Aber das klingt doch fast nach einem Plan. Dann wirkt ihr also nur so gewöhnlich. Dann sind wir schon mal deutlich besser gerüstet. Für den Fall der Fälle. Und schauen wir gleich mal ein bisschen weiter. Weiterer Vorteil, wir wurden anscheinend nebenbei gleich geheilt. Hier können wir wieder weitere Medizinbeutel für ziemlich viel Geld kaufen. Und wir können unsere Kleider einfärben. Zum Beispiel könnten wir uns mit Florentina Mahagoni dunkle Assassinenkleidung organisieren. Mit Florentina Scharlachrot rote. Oder mit Purpurrot ebenfalls rote. Aber ich glaube, dafür haben wir gerade nicht das Geld übrig. Ihr scheint euren schlechten Geschmack beibehalten zu wollen. Ja, kommt, meine verehrten Kunden. Ich mag vielleicht exklusiv sein, aber meine Leistungen, die sind unerreicht. Okay, hier hätten wir der letzte, der noch steht. Erstellen.
Giovanni Auditore, ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt. Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden's. Vater! Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen. Dafür werde ich dich töten. Wachen! Ergreift ihn! Aber Tetelo. Lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell. Ergreift ihn! Es wird Zeit, dich für deine Aua. Dann sollten wir versuchen, geschickt auf anderen Ebenen zu laufen. So, wir scheinen unserem Freund entkommen zu sein. Das ist aber auch eine gemeine Sache. Ich habe einen kleinen Auftrag. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Serezio, Gott sei Dank. Ich habe euch überall gesucht. Ich konnte sie nicht stoppen, Manetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir, wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. Dann schauen wir mal, dass wir dorthin kommen. Wenn sie gesucht werden, bedeutet das, dass Wachen ihnen gegenüber misstrauisch sind. Kommt und seht, was meine Galerie zu bieten hat. Sicher habe ich ein paar Überraschungen für euch Kunstkenner. Oder Sünde, die von... Eccolo! Passt ihr! Ich habe Devotionalien hier, für die wurde Gott einen untreuen griechischen Mörder verlesen. Aviora! Ich könnte dein Vater sein. Geh mir besser aus den Augen. Sofort. Schon wieder lauter Wächter und wir haben keine ordentlichen Waffen. Was glaubst du, wo er hin ist?
dieser Mann ein Händler? Ist aber nicht so. Dann gehen wir doch mal ein bisschen in Deckung. Anscheinend haben wir jetzt richtig Ärger an Hacken. Sobald wir uns auch nur Ansatz. Weise. Kurz heilen lassen. Ich glaube, das ist gerade mal nach dem Sturz relevant. Ich tat, was ich konnte. Achtet darauf, dass die Wunde nicht wieder aufreißt. Wirklich richtig unauffällig können wir uns nicht verhalten wie bei den älteren Teilen. Dann passieren wir einfach in einem ruhigen Tempo die Wachen. Da sollen auch irgendwo sich Wachen aufhalten. Das wäre dort eine Truppe. Oh, ich nutze nur feinste Wolle, Seide und Leder. Meine Kunst. Kommen wir vielleicht hier besser ran. Nee, nicht wirklich. Also ich sollte mir schnell irgendwo ein geschicktes Versteck organisieren. Wo ich optimalerweise untertauchen kann. Da drüben wäre ein Verschlag. Was soll das?
wieder ein bisschen weiter in die Richtung schleichen. Aber ich glaube, das wird deutlich komplizierter als bei den alten Teilen. So, hier hochklettern. Will ich auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Gebäudepassage, wenn ich das richtig sehe. Gibt es hier irgendwo eine Querverbindung, wo ich geschickt das Gebäude wechseln kann? Ohne dass die Wache da unten auf mich aufmerksam wird. Dort drüben. Arbeiten wir uns doch mal hier unauffällig runter. Sieht eher riskant aus. Ist der ein Gaukler oder sowas? Ich glaube, das ist das falsche Gebäude. Nein. Nein, das ist es. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Messer Ezio. Annetta hat eine hohe Meinung von euch. Ich ahne, warum. Danke für die netten Worte, Madonna. Aber bitte, nennt mich Paola. Danke, dass ihr meiner Familie euer Haus öffnet. Das war ja wohl das Mindeste. Ihr müsst müde sein. Wollt ihr... Nein, danke. Ich kann nicht bleiben. Warum? Was wollt ihr tun? Ich töte Uberto Alberti. Ich verstehe eure Lust nach Rache nur zu gut, aber der Gonfaloniere ist ein mächtiger Mann. Ihr seid kein Mörder, Ezio. Spart mir die Ansprache. Aber ich kann euch zu einem machen. Und wieso wollt ihr mir beibringen zu töten? Das nicht. Ich bringe euch bei, wie man überlebt. Kommt. Dann lernen wir doch mit den Kurtisanen. In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Wir werden uns gut um dich kümmern. Gefällt dir, was du siehst? Komm ein bisschen näher, Ezio. Verflucht, ich wurde beraubt! Ah,
Das Prinzip ist gerade komplett anders als beim vorhergehenden Teil. Um sich zu tarnen, da muss man einfach in so einer Menschenmasse Kontakt haben. Beziehungsweise mehr als einer Person. Bei den Leutchen zu bleiben. Der kommt mir bekannt vor. Was glaubst du, wo der herkommt? Napoli? Hab ich den schon mal gesehen? Bene, nun da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stiehlt. Dieb! Dieb! Wenn ihr jemanden bestohlen habt, dürft ihr nicht verweilen. Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig. Der ist süß. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Nun müssen wir eine passende Waffe finden. Was würdet ihr mir raten? Ah, ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten, einem Fremden? Auch ich kenne Verrat. Gut zu wissen. Dann schauen wir doch mal, dass wir zu Leonardo kommen. Dann gehen wir doch erstmal hoch und schauen uns um.
wir jetzt mal auf der Karte gucken, sehen wir, wir haben hier einiges an neuen Erkundungsoptionen. Dort ist unser Target. Also die sollten wir dann mittelfristig auch mal erkunden. Aber erstmal geht es hier drüben Richtung Leonardo. Dann nehmen wir sie doch einfach als Tarnung mit. Lust auf ein bisschen Spaß? Such dir ein bisschen Spaß. Könnt ihr mir helfen, mein Kleid zu flicken? Und so haben wir gleich unsere eigene Tarnung dabei. Und können weitestgehend unbemerkt durch die Menschenmassen reisen. Komm, die Rentner haben die besten Damen der ganzen Stadt gefunden. Komm, wäre aber wahrscheinlich relativ teuer auf Dauer. Okay, beim Taschendiebstahl müssen wir im kleinen Weg vorsichtiger demnächst zu Werke gehen. Aber es ist ja auch schließlich wichtig, dass wir sozusagen uns ein ganz klein wenig ausprobieren. Ich mag teuer sein, aber meine Waren sind die extra Quattrini wert. Ich habe noch nie schlechte Güter angeboten. Oh, Ezio Auditore, ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen, nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren, sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich, komm, hier entlang. Ach, che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut, lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mi dispiace. Moment, Moment, Moment! Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden dritten? Bitte, es ist fertig. Was ist fertig? Die Klinge. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut.
Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Unglaublich. Das ist es. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider nur diese eine. Hör zu, wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Es... Im Namen der florentinischen Wache, öffnet diese Tür! Ein Moment! Warte hier. Seid ihr Leonardo da Vinci? Sie. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Interessant. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? Grazie, Ezio. Es tut mir so leid. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Andere? Die Stadt gibt sie mir, zur Forschung. Dann packen wir doch die Leiche ein und bringen sie zu den anderen. Hab Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran, findest du mehr dieser Seiten, bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. Und das, wo wir doch gerade... Schade, aktuell können wir nicht die anderen Codex-Seiten nutzen. Jetzt aber noch mal zu den entschlüsselten Seiten. Codex Seite 1. Ich habe jetzt Tage mit dem Artefakt verbracht. Oder waren es Wochen, Monate? Ich kann nicht mehr sicher sein. Ab und zu kommen die anderen, bringen mir Essen oder Ablenkung. Sie sagen, ich soll mich von diesen Studien lösen. Malik schlug sogar vor, sie komplett aufzugeben. Aber ich kann mich nicht abwenden. Ich werde diesen Edenapfel verstehen. Ich muss es. Ist es eine Waffe? Ist es ein Katalog oder beides? Wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Philosophie hinter dieser Aussage begreife ich nicht. Aber damit sie wahr wird, buchstäblich?
Eine Gesellschaft, die Krieg mit Ideen und Informationen führt, statt mit Schwertern und Waffen? Sein Nutzen ist einfach, beinahe elementar. Herrschaft, Kontrolle. Aber diese Funktionsweise, die Mittel und Methoden, die es einsetzt, die sind faszinierend. Denen, die seinen Glanz ausgesetzt sind, wird die Erfüllung all ihrer Wünsche versprochen. Und es verlangt nur das eine im Gegenzug. Totalen und ungeschränkten Gehorsam. Wer mag da noch zu widerstehen? Die fleischgewordene Versuchung. Ich erinnere mich an meinen eigenen Moment der Schwäche, als ich Al-Mualim entgegentrat. Mein Selbstbewusstsein war durch seine Worte erschüttert. Er, der mir wie ein Vater war, entpuppte sich als mein größter Feind. Nur den Hauch eines Zweifels, mehr brauchte er nicht, um in meine Gedanken zu kriechen. Aber ich konnte seine Phantome abschütteln, mein Selbstbewusstsein wiederherstellen und ihn aus der Welt schaffen. Ich habe mich selbst befreit, aber nun frage ich mich, tat ich das wirklich? Denn nun sitze ich hier und versuche verzweifelt zu verstehen, was ich geschworen habe zu zerstören. Und deshalb, der Apfel hat eine Geschichte zu erzählen. Ich spüre die Vorzeichen von etwas groß und gefährlich. Wir sind alle in Gefahr und es ist meine Pflicht, etwas dagegen zu unternehmen. Ich kann nicht, darf nicht aufhören, bis ich die Wahrheit herausgefunden habe. Das scheint ein Eintrag in dem Kodex von dem Hauptcharakter des ersten Teils Altair gewesen zu sein. Und Seite 3, was enthält diese? Keine Textdaten. Zoom, um die Bilddaten zu sehen. Ah. Gut zu wissen. Hier sind wir. Und dann sollten wir mal schauen, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Und uns hier auch noch mal ein bisschen umschauen. Also merke ich. Attenzione! Eine Kompanie Condottieri wird innerhalb der nächsten 14 Tage auf den Feldern nordwestlich der Stadt Stellung beziehen. Also merke ich, hätte wahrscheinlich schon im Vorfeld optimalerweise ein ganz klein wenig mehr die Jungs und Mädels ausplündern sollen. Meines Weges. Wo kommt der wohl her? Was glaubst du, wo der herkommt? Napoli? Was? Moment, wo kommt der wohl her? Da! Da! Aua. Hey.
Dann holen wir euch mal rein. Felice Notte. Die müssen ja nicht mitten auf der Straße rumstehen. Pass bloß auf damit! Schade. Die Klinge kann ich nicht mit einpacken. Okay. Bis zu dem nächsten Turm ist, glaube ich, nicht mehr allzu weit. Ich glaube, ich arbeite mich gleich mal hier hoch. Wird es wahrscheinlich in der Nähe sein. Jetzt muss ich nur noch schnell genug zu ihm hinkommen. Laju, du wirst nicht entkommen. Interessant. Er scheint irgendwie spontan das gemacht zu haben, was ich eigentlich weitestgehend vorhatte. Dafür zu sorgen, dass er lernt, sozusagen zu fliegen. Und dort haben wir ein paar Jungspunde. Das war ein Büchersymbol. Was? Das sind Diebe. Interessant. An dem Busch muss ich geschickt vorbeikommen. Ich glaube, da hinten wäre das nächste Target. Der Turm, der da in der Mitte rumsteht. So können wir ihn dann
halt auch hier hinlegen. Und jetzt weiter in die Richtung arbeiten. Dort drüben hätten wir einige Kisten. Scheiße. Das war jetzt nicht so geschickt, wie ich es gerne hätte. Dann arbeiten wir uns hier schnell mal hoch. Aua. Wieder ab nach oben. Das ist nur die spannende Frage, wie wir dort geschickt hochklettern können. Das wird wahrscheinlich hier sein. Yep. Sorry. Und so haben wir auch hier den nächsten Aussichtspunkt erkundet. Gucken wir doch gleich mal auf der Karte. Dort wäre auf jeden Fall nochmal ein Missionspunkt, dort wo die Schriftrolle liegt. Und hier hätten wir noch drei Erkundungspositionen. Das klingt doch spannend. Dann arbeiten wir uns mal wieder bergab. Schade. Du solltest da. Lass ihn nicht entkommen. Ich sagte doch.
Wir sind erstmal aufgewühlt. Gibt es hier nicht irgendwo einen geschickten Weg, die Seite zu wechseln? Oder dass man so sehr auffällt? Okay, hier kann man in einer Karawane verreisen. Bevor hier irgendjemand quer kommt. Ach du Scheiße, ich mach mich besser aus dem Staub. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, Freunde. Der Mensch ist an Altersschwäche zusammengebrochen. Hier beim mit den Markern vergeben. Dort hinten haben wir eine ganze Gruppe an Wachen. Dann tauche ich doch mal hier in dieser Gruppe von Leuten so ein bisschen unter. Wir wollen ja schließlich nicht auffallen. Wir müssen nicht mehr, als dass wir auch wirklich müssen. Sagt euch etwas, Freund. Und hier können wir dann schnell sehen, dass wir bergauf kommen. Dass wir noch kein reguläres Schwert mehr haben. Und wahrscheinlich können wir uns das bei einem normalen Händler besorgen. Jo, dort hätten wir noch mal eine Mission. Ja, wir sollten erstmal ein klein wenig kundschaften. Hat sich ja auch schon in vergangenen Teilen gezeigt, dass es eine wichtige Tätigkeit ist. Thank you.
Und wir können auch einen Bettler beschillen anscheinend. Wem war ich denn da in Sichtweite gekommen? Dann gucken wir erstmal, dass wir hier hochkommen aufs Dach der Kirche. Und dann sah doch das hier ganz gut für eine Kletterpassage aus. Oder zumindest hier. Das Schöne an diesem Modus ist halt, du erzeugst jederzeit, dadurch, dass du halt hier diese Scouting-Passagen hast, richtig schöne Blickwinkel und Panoramen, die, ich sag mal, bei weitem nicht alltäglich für die Zeit sind. Und das macht es eigentlich auch nochmal sehr, sehr schön, sozusagen die Scouting-Aufgaben hier zu erfüllen. Und dort hätten wir noch den letzten Aussichtspunkt, den wir aktuell ablaufen können. Das einzig Doofe ist, dort hätten wir gerade eine Wache. Die uns aber an der Stelle ein bisschen stört. Wobei. Sehr beeindruckend. Aber haltet euch besser fern von den Wachen. Kommt, Freunde. Wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten Lebens. So, ab in die Querstraße. Ich bin sicher, ich hab. Okay, keine Waffen auf Lager. Ein Vergnügen, Signore. Kommt bald wieder. Immerhin, die Instandhaltungsmaßnahmen sind nicht so atemberaubend teuer. Und dann arbeiten wir uns mal wieder hoch. Denn die Sache speziell auch hier ist, die Kämpfe sind meist nur ein bisschen Beiwerk oder eher zu vermeidendes Beiwerk. Dann sollten wir, bevor wir mit den regulären Aufgaben weitermachen, nochmal zu beiden Bonusmissionen. Nein, diese Bonus
Missionen oder Codex-Seiten uns organisieren. Dass unser lieber Leonardo ein klein wenig Arbeit hat. Wenn wir das nächste Mal vorbeischneien. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Wobei ich immer noch nicht sicher bin, ob ich jetzt spielerisch diese Variante des Untertauchens natürlicher finde oder die aus dem ersten Teil. Dann müssen wir wohl sehen, dass wir mit der Klinge sehr offensiv agieren. Nicht gut. Hier stapeln sich schon die Leichen. Nicht sie weg. Dort hätten wir noch eine Codex-Seite. Die sind mir da ein bisschen zu massiert. Ist das nicht gefährlich? Oh, schade.
Aua, scheiße. Wobei jetzt schon wieder die Frage ist, warum? Okay, das Führer an der Etage. Warum letztendlich das Ganze derart? Ich bin hier, solltet ihr doch meine Hilfe brauchen. Ich sagte doch. Ich hätte gerne Heilung. Danke sehr. Und auch ein bisschen auf Vorrat. Macht's gut und gute Besserung, Amico. Dann durchsuchen wir euch doch erstmal. Ich habe wirklich keine, kein Geld mehr. Ah, die Erinnerung ist aktuell nicht verfügbar. Was haben wir noch Spannendes auf der Karte? Nö, so viel Spannendes haben wir nicht mehr, was ich hier sehe. Ziehen wir nach da drüben. Bitte, Herr.
Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Ich gab euch die Fertigkeit, Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Mist. Ich hatte eben gerade die Mission. Falschtaste versucht anzunehmen. Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Ich gab euch die Fertigkeit. Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Dann nehmen wir doch mal die Mission an. Und wenn die zusammen haben, also unseren ersten wirklichen Mordanschlag, dann klingt das doch nach einem guten Cut für diesen Teil. Wo kommt er her? Solch eigenartige Kleidung. Dann gehen wir hier schnell quer. Passieren hier zügig. Ich gehe schon aus dem Weg, Signore. Lass mich mal bitte durch. Danke. Ich habe euch da drüben geschickt vorbei an den Jungs. Ist das nicht verboten? Naja, nicht mein Problem. Auch dort hatten wir eine massive Ansammlung. Da ist eins der Symbole. Was bedeutet es? Du kannst es mich entkommen! Kannst du dir das genauer ansehen? Hey, probier's mal mit dem Adlerauge. Aber beeil dich.
kann nicht sein. Unmöglich. Das ist Computercode. Ich kompiliere. Oh Mist, verschlüsselt. Lade es auf meinen Computer. Ich bin ein Meisterhacker. Geht nicht. Das ist nur mit dem Animus kompatibel. Dann lade sie zu Desmond hoch. Ich kann es nicht glauben. Interessant. Hallo, ich bin... Nenn mich Subjekt 16. Hört's... Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss dir etwas zeigen. Wir wurden die ganze Zeit belogen. Alles, was wir wissen. Alles, an das wir zu glauben erzogen wurden. Alles falsch. Okay, ich habe die Beweise, die Datei, die alles hochgeladen, aber in 20 Teile zerlegt. Alle mit einem Code geschützt. Ich muss aufpassen. Königin Isabel könnte... Nein, nicht sie. Welches Jahrhundert ist es? Egal. Ich habe den Code der ersten Datei in diesem Programm versteckt. Finde sie alle und auf dem Weg so die Wahrheit finden. Was zur... Wie ist das in unseren Animus gelangt? Oh, der Memory-Kern. Wir transferierten die Daten von 16 von Abstergo zum Animus 2.0. Da muss er sich reingehackt haben, als Widdig ihn zwischen den Sitzungen alleine ließ. Halt, eine Sekunde. Die Zeichen an den Wänden bei Abstergo... Die Blutgeschriebenen. Das waren Hinweise. Er wollte, dass wir sie im Animus suchen. Interessant. Okay. Wir sollen hier 5 zueinander passende Zeichnungen... herausfinden. Gut, dass ich so gut in Kunst bewandert bin. Und zwar gar nicht. Hier haben wir nichts Brauchbares. Nee, bei sowas bin ich ganz und gar nicht fit.
Gut, dass ihnen nicht auffällt, dass hinter ihnen ihr Kollege liegt. Da drüben soll ich hinkommen. Sozusagen falsches Gebäude. Wenn wir da drüben hinkommen sollen, das ist doch trivial. Es sei denn, wir fallen hier so runter und verlieren die Hälfte unserer Lebensenergie. Das schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Uberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch. Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja, eure Verbündeten, die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. Gut zu wissen. Cash geht immer. Dann lassen wir doch mal ein bisschen die Wachen ablenken. Also, hey, ihr seht aus, als ist ein Fest für meine Augen. Oh, welche Liebhaberin jemand mein war, das klingt. Guten Abend, Gonfaloniere. Den wünsche ich euch. Ich hoffe, dass ihr euch gut amüsiert. Allerdings, eine. Du! Dasselbe getan. Um zu retten, was du liebst. Ja, hätte ich. Und habe ich. Die Auditore sind nicht tot! Ich bin da! Ich! Ezio! Ezio Auditore! Assassino! Aua! Damit will ich nichts zu tun haben! Warte! Los! Irrsinn! Du kannst es! Du kannst es!
ihn! Und hiermit würde ich mich dann erstmal für heute von euch soweit verabschieden. Ich wünsche euch daher alles Gute und mal schauen, wann der nächste Teil dann live geht. Ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Gentle.